stehen hier vorm Elefantengehege. Wir haben gerade den Spielball übergeben. Und jetzt würde ich gerne wissen, vielleicht können Sie uns ein bisschen was zur Herde erzählen. Wie viele Elefanten leben hier? Und ja. Ja, also wir haben zurzeit 9 Elefanten hier, 7 Elefantenkühe und 2 kleine Elefantenbullen. Einen sieht man da hinten gerade. Und ja, das ist unsere kleine Herde. Und die vorne, man hier gerade sehen kann, das ist unsere Indra, das ist auch ein bisschen die Wasserratte bei uns, die also wirklich sehr, sehr gerne schwimmen geht zum Beispiel. Jetzt im Moment zögert sie noch ein bisschen. Und im Hintergrund ist dann einmal Raj und einmal Santosh, also so rum, genau. Und ja, die gehen auch sehr gerne hier im Wasser schwimmen. Ja, das sind asiatische Elefanten. Ja. Ja. Und die Rasse ist ja leider, gehört mit zu den gefährdeten Arten. Sie setzen sich aber sehr für den Schutz der Tiere ein, durch Zucht, die sie hier in Hagenbeek. Ja, also genau. Wir haben jetzt eben 2 Elefantenkälber und das ist im Moment, das sind die einzigen Kälber und in nächster Zeit sind dann auch keine Kälber mehr geplant. Wir haben im Moment leider keinen Bullen und so funktioniert dann eben im Moment gerade die Zucht nicht, ja. Und hoffen, dass es irgendwann wieder weitergeht. Und würde der Bulle dann aus einem anderen Zoo kommen? Der würde dann aus einem anderen Zoo kommen, ja. Wenn wir dann einen bekommen, ja. Okay. Und wie wird man Elefantenpflegerin? Also man macht ganz normal eine Ausbildung zum Zootierpfleger, dauert 3 Jahre. Und dann ist es bei uns bei Hagenbeck so, dass man nochmal zusätzlich 1 Jahr praktisch bei den Elefanten angelernt wird, danach auch nochmal eine kleine Prüfung ablegt und dann ist man hier bei Hagenbeck Elefantenpfleger. Und wie sieht dann Ihre tägliche Arbeit aus mit dem Tier? Also wir kommen morgens sehr früh hier im Stall an und die erste Aufgabe ist dann natürlich alles mal zu säubern, was die Elefanten so an Dreck in der Nacht hinterlassen haben, sprich den ganzen Stall säubern. Sie haben eine große Sandlauffläche, wo sie in der Nacht laufen können. Und dazu holen wir dann unsere Elefanten auch in den Boxenbereich hoch und dort haben wir dann eine morgendliche Waschroutine, wo wir jeden Tag, also jeden Elefanten einmal mit dem Hochdruckreiniger abduschen, kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, auch so medizinische Sachen wie Fußpflege machen. Dann später wird natürlich das Futter zubereitet, was die Elefanten dann auch tagsüber oder über Nacht fressen. Das gehört alles so zu unserem Arbeitsalltag. Man kann jetzt sehr schön sehen, dass sie jetzt gerade Interesse an diesem Ball hat. Also es freut mich gerade auch wirklich sehr mit Fußballspielen quasi. Und es ist also wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Und gehört, so einen Ball haben Sie noch nicht gehabt? Nein, so einen Ball haben wir nicht. Also das andere haben wir diese Heubälle, die man da hinten sehen kann. Aber fürs Wasser haben wir noch keinen Ball. Von daher ist es perfekt. Ach schön. Und die Elefanten sind ja die Lieblingstiere vieler Kinder. Nicht ganz umsonst ist auch unser Logo ein kleiner Elefant. Was macht in Ihren Augen die Tierhalter so liebenswert? Also Elefanten sind in meinen Augen ganz besondere Tiere, weil sie A, jeder seinen individuellen Charakter haben und B, ich sag immer, manchmal sind die besseren Menschen. Also es ist wirklich wie in einer richtigen Familie. Also wie man jetzt sehen kann, die spielen miteinander, aber es wird auch nicht lange dauern, da streiten die sich um den Ball, also wie wirklich in der Familie auch. Und dass sie sich dann auch wieder vertragen und sie nehmen einander in Schutz, also sie beschützen einander, ne? Sie geben aber auch im rechten Moment mal Zeichen, dass es jetzt reicht, also gerade mit den kleinen Jungs, ne? Die werden auch wirklich erzogen und so. Also von daher ist das wirklich so ein komplettes Familienleben und das funktioniert da idealerweise also ganz toll. Das ist immer ein Vorbild für mich irgendwie. Ach, wie schön. Ja, vielen Dank für das Interview und ja, wir beobachten hier noch ein bisschen weiter, wie es mit der Kugel und dem Wasser und dem Elefanten. Ja, wir haben zu danken für den tollen Ball, der kommt ja wirklich super an und wünsche Ihnen noch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.